Willkommen bei dieser Übersicht des Air Management Systems. Dieses System wurde entwickelt, um den Luftverbrauch Ihrer Maschine zu reduzieren, wenn sie zwar eingeschaltet ist, aber nicht arbeitet. Zum Beispiel, wenn Ihre Maschine die Produktion während der Pausenzeit, am Wochenende, während eines Schicht-, Werkzeug- oder Teilewechsels gestoppt hat. Möglicherweise verbrauchen Sie immer noch Luft aus verschlissenen Dichtungen oder undichten Rohrverbindungen. Das Air Management System reduziert den Versorgungsdruck und damit sinkt auch der Luftverbrauch. Funktionsbeschreibung. Hier sehen wir eine typische Konfiguration eines Air Management Systems, die aus drei Komponenten besteht. Die erste Komponente ist der Standby-Regler, der manuell oder elektropneumatisch betrieben werden kann. In diesem Fall handelt es sich um den elektropneumatischen Typ. Beide Varianten steuern den Versorgungsdruck der Maschine. Als nächstes folgt die Air Management Hub. Dieser überwacht den Luftstrom, den Druck und die Temperatur der Luft und kann bei Bedarf Informationen direkt über eine OPC-UA-Verbindung, Ethernet IP, Profinet oder EtherCAT übermitteln. Die letzte Komponente ist das Restdruckentlüftungsventil. Damit kann die Luftversorgung nach dem Air Management System bei Bedarf abgesperrt und entlüftet werden. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass der Versorgungsdruck der Maschine nicht vollständig abgeschaltet werden kann, wenn die Maschine nur für kurze Zeit stillsteht. Wenn die Maschine entlüftet wird, steuert das Air Management System auch die Geschwindigkeit, mit der der Druck wieder zugeführt wird. Dies wird gemeinhin als Druckrampen- oder Softstartfunktion bezeichnet. Das Air Management System verfügt über drei Funktionsmodi. Betriebsmodus. In diesem Modus arbeitet Ihre Maschine mit dem vorgesehenen Betriebsdruck und das Air-Management-System verändert den Betriebsdruck nicht. Im Standby-Modus wird die Maschine mit einem niedrigeren Betriebsdruck betrieben, wenn die Produktion gestoppt wurde und die Maschine sich im Leerlauf befindet, wie oben beschrieben. Und es gibt auch den Abschaltmodus, der es Ihnen ermöglicht, den Restdruck zu isolieren und zu entlüften, wenn erforderlich. Das Air-Management-System muss entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihrer Maschine konfiguriert werden. Zum Beispiel müssen die erwartete Standby-Durchflussmenge und der niedrigste praktische Standby-Druck, der für die Maschine erforderlich ist, im Gerät eingestellt werden. Zudem sollte das Air-Management-System ein Signal zur Auslösung des Standby-Modus empfangen. Dies kann von der zentralen Steuerung über ein Feldbusprotokoll erfolgen oder alternativ über eine direkte Verdrahtung mit dem digitalen Eingang 4 Volt oder über ein digitales Signal an der Maschine, zum Beispiel einem SPS-Ausgang oder einem Relais. Diese Methode wird später in diesem Video demonstriert. Wenn sich Ihre Maschine im Betriebsmodus befindet, werden Druck und Durchflussmenge durch das Air-Management-System nicht verändert. Wenn der Luftverbrauch der Maschine unter den vordefinierten Schwellenwert für den Durchfluss sinkt, wird der Timer für die Standby-Verzögerung gestartet. Die Zeitdauer kann von Ihnen beliebig eingestellt werden. Nach Ablauf der Verzögerungszeit wartet das Air Management System auf den Empfang eines Signals der Maschine im Standby-Modus 24 Volt. Dies veranlasst das Air Management System, auf den vorher festgelegten reduzierten Bereitschaftsdruck zurückzuschalten. Bei Leckagen, offenen Düsen oder Luftspülung wird aufgrund des reduzierten Drucks weniger Luft verbraucht. Bleibt das Air Management System länger als die ebenfalls definierte Abschaltverzögerungszeit im Standby-Modus, kann das Air Management System die Luftzufuhr über das Restdruckentlüftungsventil schließen und entlüften, wodurch Leckagen und Luftverluste noch weiter reduziert werden. Wenn das Signal aufgehoben wird, geht das Air Management System wieder in den Betriebsmodus über und erhöht den Druck wieder auf den Betriebsdruck. Wir werden nun die Funktionen des Air Management Systems anhand eines praktischen Beispiels demonstrieren. Derzeit befindet sich die Maschine, die hier durch einen Zylinder im Dauerbetrieb simuliert wird, im Betriebsmodus und die durchschnittliche Durchflussmenge beträgt etwa 180 Liter pro Minute und der Versorgungsdruck 5 Bar. Hier haben wir ein Leck irgendwo an der Maschine simuliert, indem wir einen Durchflussregler unterhalb des Stellantriebs installiert haben. Der Verbrauch ist hier also die Bewegung des Stellantriebs und der kontinuierliche Luftverlust durch den Durchflussregler oder das Leck. In dieser Demonstration wurde der Schwellenwert für die Standby-Durchflussrate auf 100 Liter pro Minute festgelegt. Wenn also der Durchfluss unter 100 Liter pro Minute fällt, gilt die Maschine als inaktiv und es ist nur der Luftstrom durch die Leckage vorhanden. Dieser Durchfluss beträgt bei der 5-Bar-Versorgung etwa 78 Liter pro Minute. In diesem Beispiel wurde die Verzögerungszeit für das Einschalten des Standby-Modus auf 5 Sekunden eingestellt. Der Standby-Druck wurde auf 2 Bar eingestellt. Das Display zeigt den aktuellen Druck,
die Durchflussmenge, die Temperatur und die akkumulierten Durchflusswerte an, die alle fernüberwacht werden können. Wir werden nun simulieren, dass die Maschinenproduktion gestoppt wurde, indem wir den Stellantrieb stoppen, was zu einer reduzierten Durchflussmenge führt. In dieser Demonstration wird das bereits erwähnte Bereitschaftssignal gleichzeitig mit der Anweisung zum Anhalten des Stellantriebs ausgegeben. Sobald die Durchflussmenge unter den vorgegebenen Schwellenwert fällt, wird der Standby-Timer gestartet. Nach Ablauf des Timers reduziert das Air-Management-System den Druck auf die Standby-Einstellung. Die Farbe des Textes auf dem Display wechselt von Rot zu Grün und zeigt damit an, dass sich das Air-Management-System jetzt in einem Energiesparmodus befindet. Sie können sehen, dass der Durchfluss von etwa 80 Litern pro Minute auf 40 Liter pro Minute gesunken ist, da der Versorgungsdruck reduziert wurde. Bleibt die Maschine für eine definierte Zeit, in diesem Beispiel 10 Sekunden, im Standby-Modus, schaltet das Air-Management-System bei Bedarf in den Abschaltmodus und schließt das Restdruckentlüftungsventil, wodurch die Luftzufuhr unterbrochen und die Maschine entlüftet wird. Wenn die Maschine wieder produktionsbereit ist, wird das Signal für Standby abgeschaltet und der Druck steigt wieder auf 5 Bar an. In dieser Demonstration wird das Signal gleichzeitig mit dem Startbefehl für den Antrieb aufgehoben. Damit ist die Einführung in das Air-Management-System und seine Energiesparfunktionen abgeschlossen.